Hallo Leute, ich möchte heute gerne mit euch über eine Sache sprechen, die bis jetzt hier noch nie Thema war, was unter anderem daran liegt, dass ich das selber lange nicht so richtig greifen konnte. Und zwar ist das meine Gesichtsblindheit. Vielleicht habt ihr diesen Begriff ja schon mal gehört. Gesichtsblindheit bzw. Gesichtserkennungsschwäche bedeutet, dass man Schwierigkeiten damit hat, andere Menschen anhand ihres Gesichts wiederzuerkennen. Und das Ganze findet auf einem Spektrum statt. Das bedeutet, es gibt da jetzt nicht nur ganz oder gar nichts, sondern eben alle möglichen verschiedenen Abstufungen. Einmal vorneweg, ich habe dieses Thema zwar im Rahmen meines Psychologiestudiums behandelt, bin deswegen aber natürlich noch lange keine Expertin. Das heißt, das, worüber ich heute mit euch sprechen möchte, das ist jetzt vorwiegend meine persönliche Erfahrung. Ich finde es wichtig, offen darüber zu sprechen, weil Gesichtsblindheit einfach mit diversen Vorurteilen behaftet ist und je nach Intensität im Alltag natürlich mit diversen Problemen einhergeht. Und mehr Aufklärung kann vielleicht zumindest dafür sorgen, dass die so ein bisschen reduziert werden. Beginnen wir mal mit der Frage, woher ich eigentlich weiß, dass ich eine Gesichtsblindheit habe bzw. eine Gesichtserkennungsschwäche. Und tatsächlich bin ich damit zum ersten Mal im Rahmen des Psychologiestudiums in Berührung gekommen. Wir haben nämlich damals über den Cambridge Face Memory Test gesprochen. Der funktioniert so, dass man im ersten Schritt ein Gesicht gezeigt bekommt aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln. Dieses Gesicht ist so zugeschnitten, dass man wirklich nur das Gesicht selbst sieht, sprich es sind keine Haare dabei, keine Ohren etc. Dieses Gesicht muss man sich merken und bekommt dann im zweiten Schritt das Gesicht nochmal angezeigt, zusammen mit zwei anderen. Und die Aufgabe ist dann, das Gesicht vom Anfang wieder zu erkennen. In Schritt 3 ist es wieder so, dass man drei verschiedene Fotos angezeigt bekommt und auf einem der Fotos ist die gesuchte Person zu sehen. Dieses Mal ist es aber so, dass das Foto, was da benutzt wird, nicht eins ist, das man am Anfang schon gesehen hat, also quasi diese drei Perspektiven, sondern es ist ein neues Foto von dieser Person. Und in Schritt 4 sind wieder drei Fotos zu sehen. Dieses Mal ist da allerdings so ein Bildrauschen drauf. Das heißt, die sehen einfach so verwaschen und grisselig aus. So sieht jetzt der Aufbau bei diesem Test aus. Es gibt aber auch andere, bei denen der ganze Kopf zu sehen ist, also mit Haaren und Ohren und allem drum und dran. Und da ist es dann zum Beispiel so, dass bei den späteren Fotos eine Person, die anfangs keinen Bart hatte, dann einen Bart trägt oder die Frisur anders ist etc. und man eben damit testet, ob die Person auch damit wiedererkannt wird. In der Vorlesung wurde uns damals ein Teil von diesem Cambridge Face Memory Test gezeigt und ich habe da direkt schon gemerkt, wenn ich so ein bisschen nach links und rechts geguckt habe, dass die anderen genickt haben und ich mir aber dachte, ja, weiß ich nicht, also ich kann das jetzt nicht erkennen, ich müsste hier wirklich raten. Das hat mich dann natürlich neugierig gemacht, deswegen habe ich im Anschluss den gesamten Test gemacht und dabei hat sich dann eben rausgestellt, dass das Wiedererkennen von fremden Menschen für mich nahezu unmöglich ist. Einige Jahre später habe ich das dann nochmal offiziell testen lassen, da wurde mir das dann auch nochmal bestätigt und das war wirklich eine richtig große Erleichterung für mich, weil dieses Thema schon wirklich mit ganz viel Schuldgefühl und schlechtem Gewissen verbunden war, weil ich einfach früher immer das Gefühl hatte, ich bin einfach nur nicht aufmerksam genug. Andere Leute können das doch auch. Passe ich einfach nicht genug auf? Bin ich irgendwie ignorant gegenüber anderen Menschen? Interessiere ich mich nicht genug für die? Ist irgendwas einfach falsch bei mir in der Art und Weise, wie ich mit anderen Menschen umgehe? Ich habe früher nie gedacht, dass irgendwas anderes dahinter stecken könnte. Unter anderem eben deswegen, weil es diese unterschiedlichen Ausprägungen gibt und weil wir hier von einem Spektrum sprechen. Also es gibt Menschen mit Gesichtsblindheit, die ihre eigenen Eltern nicht am Gesicht erkennen können oder die vielleicht sogar in den Spiegel gucken und sich selbst nicht erkennen können. Diese Ausprägung habe ich persönlich nicht und die geht auch mit ganz anderen Herausforderungen und einem ganz anderen Leidensdruck einher und das möchte ich natürlich auf gar keinen Fall gleichsetzen. Mir ist einfach nur wichtig, aufzuklären über diese unterschiedlichen Ausprägungen, gerade weil ich weiß, wie wenig darüber gesprochen wird oder wie wenig das Leuten bewusst ist. Und falls ja, es vielleicht auch anderen so geht, dass sie eben mit diesem schlechten Gewissen zu kämpfen haben, mit diesem Gefühl irgendwie respektlos zu sein, weil man sich einfach diese Gesichter nicht merken kann, dass ihr wisst, dass das eben potenziell auch dahinter stecken könnte. Bei mir ist es so, dass ich sowohl mich selbst erkenne, als auch Menschen, die ich schon häufiger gesehen habe. Das heißt, die größte Herausforderung sind fremde Menschen oder vor allem Leute, die ich ein paar Mal gesehen habe, aber eben noch nicht so oft und regelmäßig. Und das passiert in einem Maß, das über das Normale hinausgeht. Das ist auch genau der Knackpunkt und die Sache, die irgendwie immer am schwierigsten zu erklären ist, weil viele Menschen sich natürlich denken, ja, du, also mir geht das auch mal so, dass ich irgendjemanden nicht wiedererkenne, den ich vielleicht erst ein, zwei Mal gesehen habe. Vielleicht ist es ein ganz guter Vergleich zu sagen, dass es ungefähr so ist wie der Unterschied zwischen ich habe auch mal Angst und ich habe eine Angststörung, beziehungsweise ich bin auch mal traurig und ich habe Depressionen. Sprich, mir passiert das nicht mal, sondern wirklich sehr, sehr regelmäßig. Und die Anzahl an Begegnungen, die ich brauche mit einer Person, bis diese
dieses Gesicht irgendwie abgespeichert ist, die ist einfach sehr, sehr viel höher. Es gibt so ein paar Faktoren, die mir dabei helfen können, das Ganze zu überspielen. Und das ist unter anderem, wenn ich die Person immer im gleichen Kontext sehe. Das bedeutet nicht, dass ich mir das Gesicht deswegen merken kann, aber ich weiß dann, ah ja, das ist die Person, weil das, keine Ahnung, der Prof ist, den ich immer zur gleichen Uhrzeit am gleichen Tag im gleichen Hörsaal wiedersehe. Oder das ist meine Fahrlehrerin, die sehe ich in der Fahrschule. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel meine Fahrlehrerin im Theater treffe, dann wird es schwierig. Besonders deutlich merke ich diese Gesichtserkennungsschwäche auch, wenn ich Filme und Serien schaue. Da ist es für mich nämlich wirklich eine Sache der Unmöglichkeit, SchauspielerInnen wiederzuerkennen, wenn die unterschiedliche Rollen spielen. Und das passiert mir sogar bei Leuten, die relativ prägnante Gesichter haben. Beispielsweise bei Rami Malek, den habe ich gesehen in Twilight, in Mr. Robot, in Bohemian Rhapsody, Oppenheimer als Bond-Bösewicht. Und jedes Mal wieder habe ich den angeschaut und mir gedacht, ja, keine Ahnung, wer das ist. Habe ich noch nie gesehen, den Mann. Oder zum Beispiel auch Millie Bobby Brown. Die habe ich in mehreren Staffeln Stranger Things gesehen, in 2 Enola Holmes Filmen und trotzdem habe ich bei Damsel eine geschlagene Stunde gebraucht, bis ich zu meinem Partner gesagt habe, warte mal, die kennen wir, oder? Gut, bei ihr kommen jetzt natürlich auch noch so ein paar Faktoren dazu, die es schwieriger machen. Unterschiedliches Alter in diesen verschiedenen Rollen, unterschiedliche Haarlängen. Das ist was, was ganz, ganz schwierig für mich ist. Und natürlich der absolute Overkill bei Rami Malek ist dieser Schnauzbart gewesen, bei Bohemian Rhapsody. Ja, gut, da bin ich endgültig raus. Also Bärte, das ist wirklich, ja, mein absoluter Endgegner. Was so Dinge sind, die mir helfen können, sind eine sehr besondere Stimme, eine auffällige Haarfarbe, die dann aber auch wirklich gleich bleiben muss. Also sobald sich das ändert, bin ich wieder so, wer ist dieser Mensch? Tattoos, Piercings, ein bestimmter Kleidungsstil, der auch gleich bleibt, das kann auf jeden Fall helfen. Aber ja, ansonsten haben die Leute, die neben mir auf dem Sofa sitzen, sehr viel Freude dabei, mir zu erklären, wer diese ganz offensichtliche, sehr berühmte Person ist, die ich da gerade sehe. Dann kommen wir zu einer sehr wichtigen Frage. Was ist denn jetzt eigentlich das Problem mit meiner Form von Gesichtsblindheit bzw. Gesichtserkennungsschwäche? Weil natürlich ist es jetzt kein großes Drama, wenn ich irgendwie einen Film oder eine Serie gucke und nicht weiß, wer das ist. Das kann ich im Zweifelsfall googeln. Das, ja, bringt vielleicht noch andere Leute zum Lachen. Also das ist nichts Dramatisches. Das Problem sind eher so unangenehme Alltagssituationen. Ich nenne euch da mal ein paar Beispiele, weil die sich natürlich auch sehr tief in mein Gedächtnis eingebrannt haben. Als ich so 13, 14 war ich beispielsweise im Tischtennisverein und ich bin da jede Woche mit einem Freund von mir hingegangen und der wurde danach von seiner Schwester abgeholt. Das heißt, eigentlich habe ich diese Schwester jede Woche gesehen und wäre doch was, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt eine Person, deren Gesicht habe ich im Kopf. Dann hat mich dieser Freund aber eines Tages zu seinem Geburtstag eingeladen und dort war die Schwester auch mit dabei. Das heißt, es war ein anderer Kontext, in dem ich sie gesehen habe und es kam noch mit dazu, dass sie sich am Tag davor blonde Strähnchen hat machen lassen. Keine große Typveränderung, wirklich nicht. Also wirklich nur blonde Strähnchen. Ja, und jetzt könnt ihr mal raten, wer sie gefragt hat, wer sie eigentlich ist und woher sie das Geburtstagskind kennt. Dann, was mir tatsächlich mit am häufigsten passiert und wirklich sehr, sehr unangenehm ist, ist so ein beruflicher Kontext. Da war es beispielsweise mal so, dass ich einen Drehtag hatte zusammen mit einem Kameramann, mit dem ich mich auch wirklich gut unterhalten habe. Also wir haben an diesem Tag richtig viel miteinander gesprochen. Der hat mir von seinen Kindern erzählt, von seinem Hund. Wir haben über Hobbys gesprochen, darüber, wo und wie er schon wandern war, etc. Also wirklich ein längeres Gespräch und nicht nur so ein bisschen Smalltalk nebenbei. Und da war es dann so, dass eine Woche später ich bei einem weiteren Dreh war. Dort wurde mir der Kameramann vorgestellt. Ich habe dem die Hand geschüttelt, gesagt, hallo, ich bin Lisa und habe dann schon gemerkt, okay, er guckt so ein bisschen komisch und dachte mir, ja, keine Ahnung, vielleicht hat er einen schlechten Tag oder was weiß ich. Ne? Es gibt ja immer diverse Gründe, woran das liegen kann. Und dann erst am Ende des Tages, als ich auf die Dispo geguckt habe, habe ich dort seinen Namen wiedererkannt und gemerkt, das ist der gleiche Kameramann von vor einer Woche. Oder andere Situationen, wieder bei einem Dreh. Ich habe mit einer Person zusammengearbeitet und die kurz darauf bei einer Kinopremiere wieder gesehen und sie natürlich nicht wiedererkannt. Und da war es dann so, dass sie wie so ein kleines Quiz mit mir gemacht hat und dann die ganze Zeit gesagt hat, hä, aber du weißt doch, wer ich bin. Wir haben uns vor kurzem erst gesehen, jetzt rate doch mal. Und ich war da sehr, sehr dankbar, dass jemand hinter ihr stand und mir quasi so mit dem Mund den Namen vorgesagt hat, weil das für mich einfach wahnsinnig unangenehm war, weil ich keine Ahnung hatte, wer das ist. Oder so eine Situation, die mir bis heute noch wehtut. Da war ich so 18, 19 und ich bin mit einem Regionalexpress irgendwo im Nirgendwo gestrandet. Da hatte ich kaum noch Handyakku, keinen Empfang. Das war wirklich eine richtig miese Situation, weil ich nicht wusste, wie ich da jetzt wegkomme. Und dann, nach einer Weile, durch ganz viel Glück, habe ich ein Taxi gesehen. Und der Taxifahrer war wirklich der netteste Mensch. Also wir haben uns ganz, ganz nett unterhalten. Der hat sogar auf der Hälfte der Strecke das Taxameter ausgemacht, weil ich hatte nur Bargeld dabei und dann nicht mehr genug, um
damit nach Hause zu kommen. Und der meinte dann wirklich gar kein Problem. Ich fahre dich für den Rest der Strecke. Ist in Ordnung. Also ist mir da wirklich total entgegengekommen. Und ja, dann war ich am nächsten Tag in der Situation, wo ich wieder im Zug saß und habe aus dem Fenster geguckt und da stand ein Mann am Bahngleis, nicht am Bahngleis, am Bahnsteig und hat gewunken. Für mich war das eine fremde Person und ich war mir ganz sicher, dass der bestimmt irgendjemand anderem in diesem Abteil winkt und hab dann gemerkt, okay, er winkt weiter und weiter, irgendwie niemand anderes reagiert darauf und hab dann schon gemerkt, wie er mich irgendwie so ein bisschen komisch anguckt, weil ich halt natürlich gar nicht reagiert habe. Und erst als er sich umgedreht hat, hab ich an seiner Jacke erkannt, dass das der Taxifahrer vom Vorabend war. Und ich weiß das noch so genau, wie dieser Zug dann da rausgefahren ist und es irgendwann dann Klick gemacht hat bei mir und ich mich einfach so, so schlecht gefühlt habe, weil das eine Person war, die mir dann sogar noch Geld geschenkt hat und einfach so nett zu mir war. Und ja, ein paar Stunden später erkenne ich den einfach nicht wieder. Ey, das war so eine große Angst von mir, auch als ich die Eltern von meinem Partner die ersten Male getroffen habe, dass ich die irgendwann auf der Straße sehe oder einfach in einem anderen Kontext und die nicht wieder erkenne. Ich war wirklich heilfroh, als ich sie oft genug gesehen habe, um die Gesichter im Kopf zu haben. Obwohl man da natürlich auch dazu sagen muss, dass im Kopf haben bei mir auch eine sehr lose Formulierung ist. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber um es kurz anzureißen, wenn ich die Augen zumache, kann ich mir keine Gesichter vorstellen. Nicht mal mein eigenes Gesicht, nicht die Gesichter meiner Eltern. Wenn es hochkommt, sehe ich vielleicht irgendwie Haare, aber ansonsten erscheint da nichts. Ich hoffe, an diesen Beispielen kann man jetzt einigermaßen erkennen, in welchem Maße das bei mir eben so über das normale Leute nicht wiedererkennen hinausgeht und welche Herausforderungen das auch so im Alltag mit sich bringt. Das Problem ist halt einfach, und ich kann das auch verstehen, dass Leute das häufig persönlich nehmen, wenn man sie nicht wiedererkennt, dass sie das als unhöflich empfinden oder als respektlos. Und wenn ich dann versuche zu erklären, woran das liegt, nehmen Leute das ganz oft nicht ernst, beziehungsweise wird das dann als faule Ausrede abgetan. So nach dem Motto, ja, das würde ich jetzt auch sagen. Du möchtest dich ja gerade nur rausreden, weil du, ja, eigentlich mich als nicht wichtig genug empfindest, um in Erinnerung zu bleiben. Oder im beruflichen Kontext, und das hasse ich so, so sehr, beziehungsweise es ist mir unglaublich unangenehm, ist es dann so ein Ding von wegen, oh, die Moderatorin denkt jetzt wieder, sie ist was Besseres und muss sich hier die anderen Leute nicht merken. Ja, schön, dass wir alle wissen, wer du bist, aber du brauchst dir ja nicht zu merken, wer hier die anderen Anwesenden am Set sind. Also, dann geht das halt schnell so in Richtung von, oh, hier hat aber jemand Allüren. Und das ist halt das Letzte, was ich möchte. Ich hasse das so sehr, weil mir die anderen Personen natürlich nicht egal sind. Deswegen führe ich ja Gespräche, wie zum Beispiel mit dem Kameramann. Aber das macht es natürlich nur noch schwieriger, danach zu erklären, so, ja, wir haben da voll ausführlich geredet, aber das ändert für meinen Kopf nichts. Ich erkenne dich trotzdem nicht wieder. Bitte sag mir doch einfach, wer du bist. Weil sobald das passiert, weiß ich ja alles wieder. Also, ich habe ja nicht die Gespräche vergessen, sondern ich muss dich nur einmal einordnen können. Und dann ist das ja alles da. Und auch nochmal zu diesem, jemand ist mir nicht wichtig genug. Selbst bei meinem Partner war es so, dass ich den erst nach mehreren Dates wiedererkannt habe. Ich heirate den nächstes Jahr. Wichtiger kann mir wirklich niemand sein. Und trotzdem hat das auch genauso auf ihn zugetroffen. Wenn ich mir bei diesem Thema was wünschen dürfte, dann wäre das, dass Gesichtsblindheit in all ihren Ausprägungen ernst genommen wird und dass mir geglaubt wird, wenn ich das erkläre. Also ich erwarte von niemandem, dass man davor über dieses Thema Bescheid weiß. Das ging mir ja ganz genauso und ich verstehe natürlich auch, wenn man Fragen dazu hat. Aber wie bei allen Dingen, wenn dir jemand sagt, hey, ich bin von dieser und jener Sache betroffen, wäre es schön, wenn einfach nicht direkt die erste Reaktion wäre, das anzuzweifeln oder der Person das abzusprechen. Und auch wenn ich dieses persönlich nehmen, wie gesagt, sehr gut verstehen kann, wäre ich sehr, sehr dankbar dafür, wenn Menschen einfach sich ins Gedächtnis rufen, dass das nicht böse gemeint ist von mir. Mich einfach nochmal kurz erinnern, hey, ich bin XY, einmal kurz den Namen sagen, einmal kurz, woher wir uns kennen und dann passt das. Wenn ihr mögt, dann erzählt mir sehr gerne, ob ihr auch Erfahrungen mit dem Thema Gesichtsblindheit habt, vielleicht auch in einer anderen Ausprägung und wie ihr im Alltag damit umgeht. Hier drüben kommt ihr jetzt noch zu meinem letzten Video, schaut auch da gerne mal vorbei. Ansonsten passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!